Frau Dr. Schiffer, Sie waren unlängst im Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Bundestags zu Gast und haben dort über die Deutsche Welle gesprochen. Weshalb steht das deutsche Auslandsfernsehen dort im Bundestag auf der Agenda? Einerseits steht es natürlich regelmäßig auf der Agenda, weil es ja vom Bundestag quasi alimentiert wird. Auf der anderen Seite geht es ganz konkret im Moment um die Neuausrichtungsdebatte im Sinne einer geopolitischen Neuausrichtung, quasi Konkurrenz zu englischsprachigen Auslandssendern, BBC, CNN und als Konterpunkt zu anderssprachigen Auslandssendern oder Russia Today beispielsweise, ganz mit Blick auf Russland und Ukraine und auch beispielsweise Al Jazeera oder dem chinesischen Staatssender. Es war eben neben anderen Fragen der Kulturpolitik und eigentlich Bildungspolitik, sprich Deutsch im Ausland und Erreichen von regionalen Gruppen, ganz stark der Fokus darauf, ob die Deutsche Welle in Zukunft quasi eine ganz andere Rolle spielen soll in Bezug auf die Darstellung deutscher politischer Regierungspositionen im Ausland. Aber die Deutsche Welle als Pendant zu BBC, zu CNN, zum russischen und zum chinesischen Auslandsfernsehen, halten Sie das für realistisch? Das wurde genau diskutiert und ich halte das nicht für realistisch. Die Mittel sind gänzlich andere. Es ist ja auch fraglich, ob das mit dem deutschen Wellegesetz vereinbar ist, dass der Fokus auf Englisch und nicht mehr auf Deutsch und Regionalsprachen gelegt wird. So ist es nämlich eigentlich im deutschen Wellegesetz festgelegt. Die Mittel, angesichts der Mittel ist eigentlich deutlich zu sehen, dass man mit diesen regionalisierten Angeboten sehr gute Ergebnisse erzielt. Beispielsweise im Iran konnte man sehen, dass das persischsprachige Angebot quasi direkt hinter der BBC rangiert, also gerade nicht in der englischen Konkurrenz, sondern in der regionalsprachlichen Konkurrenz, da durchaus viel zu machen ist, wenn man es denn als Konkurrenzsender sehen will, mit Blick auf die Eliten und die Einflussträger, die Multiplikatoren in den Ländern und nicht mehr mit Blick auf dem, was eigentlich auch im deutschen Wellegesetz festgeschrieben ist, nämlich mit Blick auf die Völkerverständigung. Sprechen wir kurz über die Neuausrichtung der Deutschen Welle, die Sie erwähnt haben. Bei einem Besuch in Tallinn sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier unlängst, dass es nicht darum gehe, die bestehende Propaganda von Russland mit Gegenpropaganda zu kontern, sondern vielfältige Medien aufzubauen und professionellen Journalismus zu fördern. Nun beobachten Sie ja die Deutsche Welle, Sie kennen die Deutsche Welle. Denken Sie denn, dass der Sender diesem Anspruch gerecht werden kann? Deutsche Welle hat hier natürlich die gleichen Probleme wie die anderen öffentlich-rechtlichen Sender auch. Ich will mal das Stichwort ARD-Programmbeirat, also das Gutachten des ARD-Programmbeirats ins Gespräch bringen zur Ukraine-Berichterstattung. Hier kann man eindeutig feststellen, dass die journalistischen Standards verletzt werden. Die Deutsche Welle ist angehalten, in Zukunft mehr Inhalte von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu übernehmen und insofern sowohl mit fremdproduzierten als auch eigenproduzierten Beiträgen ist die Problematik sozusagen auch mit Haus gemacht. Das kann man nicht leugnen, dass man hier mit ja, wohlklingenden Bezeichnungen, die eben auch in der Debatte immer wieder so aufscheinen, im Grunde genommen aber doch sich um die Frage dringend unterhalten muss, inwiefern wir es hier mit einer Planung für eine PR-Abteilung Deutschlands im Ausland zu tun haben, beziehungsweise dem, was man für andere Länder so verschimpft, nämlich Stichwort Staatssender. Und wie gesagt, Sie beobachten ja die Berichterstattung. Wie sieht denn das im Moment aus? Gibt es da mehr Lob? Gibt es da mehr Kritik? Welche positiven und welche negativen Beispiele gibt es? Es gibt wie überall in den Medien positive und negative Beispiele. Aus den Gesprächen mit einigen Redaktionsmitarbeitern, die ich aufgrund meiner Kontakte, als ich noch in der Deutschen Welle Akademie arbeitete, auch habe und jetzt genutzt habe, wird ganz deutlich, dass im Grunde genommen das Potenzial der vielfältigen Mitarbeiter nicht immer optimal ausgenutzt wird. Also man könnte dort viel mehr Mitsprache in Bezug auf Strukturentscheidungen, aber vor allen Dingen auch Programminhalten einbeziehen. Da gibt es, ich sag mal Stichwort Venezuela, die Kommentierung beispielsweise bestimmter
bestimmter Entwicklungen dort im Medienbereich oder auch politischer Art. Die weist eindeutige Tendenzen auf in Richtung dem, wie man es eigentlich jetzt von deutscher Regierungsseite auch sehen würde. Und damit würde ja die Deutsche Welle, wie viele andere Medien auch, ihre Funktion als vierte Gewalt nicht mehr erfüllen, nämlich die Mächte, die anderen Mächte zu kontrollieren, sondern wird hier in dem Moment eindeutig zum Sprachrohr. Das heißt, es läuft im Grunde genommen ein Kampf um die öffentliche Meinung, in dem jede Seite meint, die Wahrheit zu vertreten. Frau Dr. Schiffer, was bedeutet das denn für die medienpolitische Debatte? Werden Ihrer Meinung nach die Gefahren dieses staatspolitischen Diskurses gesehen, dieser Berichterstattung? Ich hatte nicht den Eindruck, dass da ein Problembewusstsein dafür da ist, sondern es wird eher mit kurz umschrieben, also im Sinne von Objektivität und Meinungsvielfalt. Deutsche Welle hat in vielen Bereichen, um jetzt bei der Deutschen Welle als Beispiel zu bleiben, ja ein sehr hohes Ansehen als eben eine andere Stimme, als etwas, wo man sich alternativ informieren kann. Es wird teilweise viel Geld investiert in die Umgehung von Zensurmaßnahmen in vielen Ländern. Es ist sicherlich ein Gewinn, wenn dort diese Stimme sozusagen zusätzlich zu hören ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja naiv, kann man sagen, zu sagen, das ist jetzt frei von irgendeiner politischen Einstellung und Ausrichtung und jetzt hier die hundertprozentige Objektivität, das gibt es natürlich nicht. Und da würde ich jedem Medium raten, die Medienkritik in eine Selbstkritik umzuwandeln und sich da auch selber immer wieder zu hinterfragen, indem man die eigenen definierten Standards hier ganz konkret im deutschen Wellegesetz tatsächlich erfüllt. Oder eben unter Begriffen inzwischen etwas anderes zu verstehen scheint. Frau Dr. Schiffer, letzte Frage. Sie haben ja Kontakte in der Deutschen Welle, Sie kennen Kolleginnen und Kollegen dort. Wie wird diese Neuausrichtung des Senders der Deutschen Welle denn dort gesehen und diskutiert? Das hat für große Aufregung gesorgt und man hat natürlich sofort die Problematik gesehen, dass bei so einer Umstrukturierung einfach auch viele Stellen in Gefahr sind. Mal abgesehen davon, dass die meisten Redaktionen jetzt, was gesicherte Stellen und deren dauerhafte Finanzierung anbelangt, sowieso unterversorgt sind. Also man hat gute, kompetente Leute, die nicht fest an die Deutsche Welle gebunden werden, sondern als freie Mitarbeiter rangieren, die jederzeit wieder ausscheiden können. Und hier jetzt mit dieser Neuausrichtung natürlich auch ganz andere Kompetenzen wieder verlangt werden oder bestimmte Kompetenzen in einem größeren Ausmaß. Es hat Proteste gegeben, Deutsche Welle ohne Deutsch von Mitarbeitern beispielsweise, diese Frage in den Raum gestellt, eine sehr berechtigte Frage. Gerade im Ausschuss wurden ja auch ausländische kulturpolitische Institutionen abgefragt, die Vertreter der Auslandsschulen beispielsweise oder das Goethe-Institut, die ganz klar deutlich gemacht haben, wie wichtig eben gerade aus das deutschsprachige Angebot ist. Diese Unruhe im Sender hält an. Man versucht das jetzt im Moment ein bisschen zu beruhigen, indem man die Mittel etwas aufgestockt hat und sagt, also für so eine Neuausrichtung wären dann weitere Mittel da. Sprich, an den anderen Dingen ändert sich nichts, aber das will man nicht so recht glauben und es herrscht große Verunsicherung.